Moin zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Heute stelle ich euch mal den Karabiner 43 vor und wünsche euch viel Spaß beim Zugucken. Der K43 ist die Weiterentwicklung des K41 oder des Gewehrs 41 und der hieß ja auch Gewehr 43 und später erst Karabiner 43. Und er sollte auch eigentlich das K98 der Infanterie ablösen, was er dann insgesamt ja doch nicht so getan hat, weil gar nicht genug Waffen verfügbar waren. Konzipiert wurde der K43 als Scharfschützengewehr. Ja, er hatte ja hier an der Seite eine Schiene, so ein Prisma, und hier sollte das Zielfernrohr dran. Es gab ja verschiedene Versionen und dafür war es mal vorgesehen, Scharfschützengewehr als Selbstlader. Leider war durch die Konstruktion und durch die teilweise schlechten Materialien und Fertigungsstrecken der aber nicht so genau, wie zum Beispiel so ein K98 mit einem Zielfernrohr als Ausführung, als Scharfschützengewehr und konnte dem quasi nicht das Wasser reichen. Trotzdem wurden ungefähr 50.000 Stück von dem K43 auch als Scharfschützengewehr ausgeliefert, dann mit Zielfernrohr an der Seite dran. Und der Rest der Waffen, insgesamt wurden ca. 450.000 Stück hergestellt, wurde dann als ganz normale Infanteriewaffe ausgegeben. Und die hatte natürlich Vorteile. Die Schussfrequenz, die Schussfolge war natürlich deutlich schneller, denn es war ja ein Selbstlader. Und der K98 ist ein Repetiergewehr. Er hatte aber auch Nachteile. Er war nicht so genau wie ein 98er, weil das ist klar, durch diese Konstruktion und leider auch durch die schlechten Läufe, die zur Produktion verwendet wurden hier, weil die Materialien halt ab 1943 doch nicht mehr zur Verfügung standen für so eine große Stückzahl. Das K43 ist als aufschießender Gasdrucklader entwickelt worden. Und er hat einen Verschluss und der nennt sich Stützklappenverschluss, der doch sehr filigran gefertigt war und nicht so einfach in der Konstruktion ist. Und das Kaliber war 8x57 IS, also Infanteriespitz, oder eben 7,92x57 mm. Der kurze Gaskolbenhub, den es hier gibt bei dem K43, wurde quasi abgeguckt von der Tokarev STW-40 und wurde quasi hier auch realisiert. Bei einigen Prototypen hatte man auch eine Dauerfeuerrichtung eingebaut, aber das war dann nachher nicht sinnvoll. Und die Magazingröße, die fasst 10 Schuss hier, also 10 Patronen. Und man konnte bei geöffnetem Verschluss, also wenn der Verschluss hinten war, konnte man auch einen Ladestreifen von oben reindrücken, sodass man quasi zwei Möglichkeiten hatte. Beim K41 hat sich ja der Lauf noch bewegt da vorne, man konnte kein Korn aufbauen. Beim K43 war das Korn wieder direkt auf dem Lauf befestigt und bewegte sich nicht. Dadurch war der ein bisschen präziser auch als das K41 und er war auch insgesamt deutlich zuverlässiger. Hier in diesem Bereich wird das Gas abgenommen vom Lauf, also ein Teil davon, und bewegt dann hier hinten einen Stößel, der das Ganze dann repetiert. Ich lasse es mal wieder nach vorne. Das heißt, der Bewegungsvorgang wurde dann ausgeführt. Eine Patrone wurde ausgeworfen, mit dem Auszieher rausgeholt und eine neue Patrone aus dem Magazin wieder zugeführt. Und damit war das Ganze wieder schussbereit. Da das Ganze aufschießend war, war die Patrone jetzt natürlich im Lauf und in dem Moment ist die Waffe scharf. Ja, wenn ich jetzt abgedrückt habe, dann konnte sich ein Schuss lösen. Damit das Ganze nicht passiert, gibt es natürlich wie immer eine Sicherung. Ich konnte das Ganze umklappen hier und damit ist die Waffe sicher. Die Visierung ließ sich bis 1200 Meter einstellen, aber das war natürlich keine sinnvolle Entfernung mehr. Die Läufe waren ja nicht so lang und so genau ging das Ganze dann nicht. Also bis 300 Meter war das relativ genau, das Gewehr. Darüber hinaus konnte man es eher schlecht einsetzen. Am vorderen Ende, am Vorderschaft, befindet sich auch der Putzstab. Den konnte man hier rausdrehen, der war dann dabei. Und normalerweise habe ich das Putzzeug hier hinten drin. Hier ist eine kleine Klappe, die kann ich öffnen. Und das Verstauen, die war federbelastet und dann quasi zu. Also eine relativ praktische Lösung. Das K43 hat einen sehr leichten Abzug. Also der schießt sich wirklich sehr gut. Und was gibt es noch für Besonderheiten? Ganz normale Holzschaft und eine Stahlkappe wie immer hinten drum. Also eher so eine Blechkappe, die war jetzt nicht so dick gefertigt.
Und wenn man mal hier drauf guckt, oben sind die ganzen Sachen nicht besonders oberflächenbehandelt, weil das eine Massenproduktion war und das gar nicht vorgesehen war. Und es gab auch die Vorgabe, das überhaupt nicht zu machen. Leider meine Schießbrille nicht mit. Mal sehen, was das wird. Ja, sieht ganz gut aus. Ich würde sagen, ich setze noch mal 3 Schuss nach. Ich bin ein bisschen weit rechts, aber ohne Brille sieht ganz gut aus. So, 3 Schuss. So, sieht gut aus. Vielen Dank fürs Reinschauen. Das war schon wieder heute zum K43 aus der Reihe Historische Waffen. Und falls euch das kleine Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch natürlich sehr freuen. Und falls ihr kein Video verpassen wollt, abonniert einfach meinen Kanal. Ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.